Hallo meine Lieben, it's me. Ja, ihr habt euch nicht verschaut. Hi! Ich möchte in Zukunft, und sage ich nicht nur so, ich sage jetzt nicht ein Bag, ich werde jetzt wieder was posten, dies, das, aber ich habe den innerlichsten Drang in mir verspürt, aktiver auf YouTube zu sein, denn ich vermisse es tatsächlich sehr und dementsprechend möchte ich mehr YouTube-Videos posten. Ich möchte euch dazu animieren, dass ihr in die Kommentare reinschreibt, was ihr eventuell gerne mehr sehen wollt, Vlogs, irgendwelche Videos. Ich habe so in meinem Kopf, dass einmal in der Woche ein Video rauskommt. Und wenn ihr das auch möchtet und ihr so ein bisschen fahren wollt, was wir so die letzte Zeit gemacht haben, wo wir nicht so aktiv auf YouTube waren, dann bitte stellt mir Fragen, gibt Input und ich werde das dann in einem Video zusammenfassen. Aber bevor ich das mache, möchte ich euch auf ein ganz, ganz, ganz tolles Projekt aufmerksam machen. Denn die Stadt Wien ist auf mich zugekommen und hat eine Kooperationsanfrage gestellt für dieses Video hier. Und ich habe es sofort angenommen, denn mir hat die Idee dahinter sehr, sehr gut gefallen. Und zwar gibt es eine Kampagne Dein Wien for Future. Und das ist wirklich sehr cool. Wenn ihr nämlich aus Wien seid, dann könnt ihr nämlich über die Zukunft von Wien mitentscheiden. Im Herbst 2023 haben sich Ideeneinreicher mit Mitarbeitern von der Stadt Wien zusammengetan und haben 148 Projekte online gestellt. Das sind einfach Projekte, um mitzugestalten, also Ideen, wie man Wien einfach besser gestalten könnte. Und ihr von 5 Jahren bis 20 Jahren, also ihr die Jugend, ihr könnt hier einfach mitentscheiden. Ich werde euch den Link in die Infobox reinpacken, damit ihr euch die Projekte anschauen könnt. Ich habe mir die auch selber angeschaut und es sind wirklich ein paar richtig, richtig, richtig coole dabei. Und das ist der Link zur Seite, da könnt ihr einfach euch die Projekte anschauen. Hier wird das Ganze nochmal ein bisschen erklärt und vorgestellt und bei jetzt abstimmen könnt ihr dann einfach sehen, welche schönen Projekte es gibt. Und ich finde, es sind wirklich einige richtig, richtig tolle dabei und vor allem, es ist etwas einfach, was für Kinder und Jugendliche ist und das finde ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Mega, mega coole Ideen. Hygieneartikel für Mädchen an Schulen, also das finde ich richtig, richtig gut. Und ja, ein Sportplatz für Mädchen und junge Frauen. Also wie gesagt, es ist total, total interessant und wirklich super, super Projekte dabei. Schaut euch das an und stimmt einfach mit ab, um das Projekt eurer Wahl zu unterstützen. Ich habe jetzt sogar jugendliche Verstärkung geholt. Die Michelle, die kennt ihr ja noch, oder? Na, ist ein bisschen älter geworden. Sie hat sich auch schon die Projekte ein bisschen angeschaut und es ist wirklich so cool, man findet so viele eigentlich richtig nice, dass man sich gar nicht entscheiden kann. Deswegen, jeder kann eigentlich für sich selbst abstimmen von den Kids und das finde ich sehr, sehr cool. Aber wirklich sehr coole Projekte. Bitte Leute, ihr müsst euch das anschauen, schaut in die Infobox und gebt einfach eure Stimme zusammen mit euren Kindern einfach ab und wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei.